Hallo und herzlich willkommen zurück zu Farmers Dynasty. Ja, für mich beginnt eine neue Aufnahmesession. Heißt im Klartext, ich muss mich mal wieder ein bisschen orientieren. Also ich hatte mir auf meinem schönen Zettelchen notiert, dass ich das Lupinefeld noch fertig machen muss. Beziehungsweise da ist ja wahrscheinlich noch ein Helfer zugänge. Oh, mal schauen. Ja, da wird die Lupine gesät noch. Wir haben den 3. April. Okay, 9 Uhr morgens. Ja, und während er dort sät, hier wird noch gedüngt, genau. Hier ist alles fertig, hier wird auch noch gedüngt. Und hier ist alles fertig. Also, wir sind recht gut im Zeitplan. Was das große Feld betrifft, kann ich es aber noch nicht sagen. Das heißt, wir müssen noch einen Moment abwarten. Dementsprechend werde ich mich jetzt mal hier auf dem Hof umschauen, wie es hier ausschaut. Der Rex hat augenscheinlich sein Würstel bekommen. Unsere Enten und Gänse haben auch wieder Eier bekommen. Die klauen wir natürlich gleich mal aus dem Stall, logischerweise. Das geht ja ruckzuck. Ja, ich habe Kommentare gelesen. Mein kleiner Lindner, der war ja festgebackt beim Gülle ablassen, also in den Güllestreuer zu lassen. Und der hat da aber nicht gebackt. Und ich habe das nach im Nachhinein nochmal geguckt in meinen Videos. Da ist tatsächlich der Rex gestanden und hat uns quasi blockiert. Also die Hitbox des kleinen Hundes ist wirklich famos und die Lavisina hatte drunter geschrieben, ja, ein Cape und er wäre dann hier, was weiß ich, Super Batman, der fliegende Hund oder was weiß ich. Ja, ich habe es nicht mitgeschnitten, ich habe geschimpft über das Balancing. Diesbezüglich muss ich mich entschuldigen. Entweder bin ich blind oder ich habe, ach nee, wir haben bestimmt schon Eier gegessen. Genau. Das kann natürlich sein. Die Ingenieursansicht können wir jetzt mal abwählen. Wie sieht es denn aus mit unserer Hofstatistik? Da ist jetzt noch die Lupine zu düngen. Alles andere ist fertig. Sehr schön. Sehr schön. Wir haben noch Mist gelagert. 12.665. Also ich denke mal, sollten wir noch eine Nacht warten müssen, könnte das mit dem Düngen, mit dem Miststreuer tatsächlich klappen. Da sind 18.500 drinne. Was war jetzt hier drinne? 12.000, 30.000. Ja, ich denke schon, dass das klappen könnte für das große Lupinefeld. Wir werden da richtig großzügig sein. Ach so, siehst du, Hofstatistiktal zum dritten. Ja, wir haben noch Milch und Eier in den Ställen. Unsere liebe Emily war nicht im Stall. Ich bin beschäftigt. Denn wir eiern ja hier auf dem Hof rum. Liebelein, so nicht. Hallo, Liebling. Guten Morgen, Schatz. Brauchst du irgendwas, Schatz? Nein, im Moment nicht. Du siehst aus wie die Prinzessin, nach der ich mein ganzes Leben gesucht habe. Schön zu hören. Danke dir. Ja, schön zu hören. Das ist das Gleiche wie, das ist echt nett von dir. Nett war ja die Schwester von Kaka, um nicht das harte Wort Scheiße zu sagen. Ja, schauen wir mal in die Speisekammer, die wir ja in letzter Zeit sträflich vernachlässigt haben, aufgrund der Feldarbeiten. Okay, hier ist nichts passiert tatsächlich. Wir haben tatsächlich auch zwischendurch schon mal ausgeräumt. Ich erinnere mich dunkel. Ja, die Kürbisse haben wir behalten, die Milch haben wir behalten. Ja, ich erinnere mich dunkel, das stimmt soweit. Die Frage ist jetzt, wie lange braucht er, um dieses Lupinefeld noch zu bestellen? Denn ich würde mich tatsächlich bald dahin bewegen und das auch fertig machen wollen.
Oder wir machen einfach mal. Ja, wir verschwinden mal vom Hof, damit die Emily arbeiten kann. Ich schaue mal nach Aufträgen. Da haben wir zum Beispiel mal würzige Kürbissuppe. Die könnten wir ja noch mal hinbringen, dass die Emily sich hier auch wieder zu Hause fühlt, wenn wir nicht da sind. Und mal so ein bisschen Kürbissuppe rauszubringen, ist nicht schwer. Ja, die Lavisina hatte geschrieben auch, dass ich einen Tisch nicht bepflanzt habe. Aber ich befürchte sowieso, dass wir die Ernte in diesem Gewächshaus sowieso verlieren. Von daher ist das, glaube ich, egal. Ich denke nicht. Das erzählen Sie uns. Das erzählen Sie uns. Nicht sicher sein. Ja, jetzt ist die Frage, wo, ne? Diese Gespräche. Das dachte ich auch gerade. Sehe ich so aus, als ob es mich interessiert? Das dachte ich auch gerade. Es könnte sich zum Es ist wirklich sehr heftig, wie Sie sich hier alle unterhalten. Hallo. Ich denke nicht. Guten Morgen. Kann ich Ihnen behilflich sein? Nein, im Moment nicht. Als ob es mich interessiert? Da sag ich nur, das dachte ich auch gerade. Danke, wir sehen uns. Das ist wahr. Länger im Bett bleiben können. So, Liebelein. Das nervt so aus, als ob es mich interessiert. Kommt drauf an, wie du das siehst. Zoe. Hätte noch eine halbe Stunde so länger aus, im Bett bleiben als ob es mich interessiert? Können. Und zusätzlich bringen mich meine Kopfschmerzen. Es ist ja wirklich schrecklich hier. Das jetzt ändern würde. Erzählen Sie uns. Und zusätzlich hätte noch eine halbe. Guten Tag. Ich denke nicht. Oh, bist du es wieder? Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Nein, im Moment nicht. Schönes Wetter, nicht wahr? Das ist es. Danke, wir sehen uns. Ich hoffe, es wird sich eines. Bist du jetzt endlich bereit, mit mir zu reden, ja? Guten Morgen. Ich hoffe, es wird sich eines. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ich sterbe für etwas Kürbissuppe. Würdest du mir eine kaufen? Das erzählen Sie uns. Absolut. Machen wir. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. Versprechen. Versprechen, aber liefern Sie. Danke. Also ganz ehrlich. Hier platzt mir der Schädel. 472,944 Euro Sozialpunkte. Es ist wirklich schrecklich. Eines Tages wird alles anders sein. Da ist auch noch Kürbissuppe. Hätte ich auch gleich machen können. Da. Scarlett. Das dachte ich auch gerade. Hätte noch eine halbe Stunde länger im Bett bleiben können. Da sag ich nur. Immer Amen. Zu spät, nie pünktlich. Immer die gleiche Geschichte. Lasst uns reden. Das ist so schrecklich, dass man erstmal 20.000 andere Leute ansprechen muss. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Das Haben ist Sie so was wirklich für mich? Es ärgert mich schon, wie ich das Nein. gemacht habe. Ne? Im Moment nicht. Das ist alles, danke. Erzählen Sie uns. Ich bin dazu heute wirklich nicht. Ich schätze mal, das hat nicht gereicht. Nichts hat sich verändert. Ja. Meine Herren. Sehe ich so aus, als ob es mich interessiert? Guten Tag. Ich denke nicht. Guten Morgen. Kann ich Ihnen behilflich sein? Nein, im Moment nicht. Danke. Wir sehen uns. Oh, himmlische Ruhe gerade. Weil sie nicht reden. Ach, jetzt bist du bereit, ja? Dann solltest du mich vielleicht jetzt auch angucken. Ist das dein Ernst, Mädel? Ja, das ist ja auch wieder richtig großartig. Das steigert ja richtig Guten Tag. Die Laune. Guten Morgen. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ich sterbe für etwas Kürbissuppe. Würdest du mir eine kaufen? Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. Dreimal Kürbissuppe. Danke. Hier ist etwas für dich. Bitteschön. Ja, ich muss hier dringendst weg. Diese Gespräche, die gehen dann ja richtig, wie soll man sagen, auf den Sack. So, was haben wir denn hier unten? Flüge ein Feld? Nein. Werden wir jetzt nicht tun, aber mehr haben wir, glaube ich, auch nicht. Nein. Ja,
Das war, glaube ich, alles, wenn ich das richtig sehe. Ja. Dann können wir quasi wieder nach Hause springen. In der Hoffnung, dass unser Feld gleich fertig ist. Unser schönes Lupine-Feld. Da, Lupine, was ist jetzt hier? Warum ist das nicht zu Ende gepflanzt? Dein Ernst? Das ist jetzt nicht, ich habe das jetzt nicht zufällig gerade weggeklickt, ne? Spiel speichern. Wir speichern auf einen neuen Slot. Spiel speichern. Ne, wir werden das nicht machen. Ihr werdet jetzt sehen, was wir machen, oder? Spiel laden. Wir werden dieses Spiel, wo wir eben gerade waren, nochmal laden. Vielleicht habe ich das nämlich wirklich weggeklickt, als ich die Karte geschoben habe. Aber das wäre, da werden wir erst schlauer, wenn wir nochmal auf die Karte gucken. Aha, er ist noch beim Pflanzen. Ah, okay. Alles gut. Wir werden jetzt nicht auf die Karte klicken oder schon, aber nur um nach Hause zu kommen. Denn jetzt nochmal einen Helfer zu bezahlen, wäre voll schwachsinnig gewesen. Und dann werden wir uns in unseren Traktor schwingen und schon langsam zum Feld rüberfahren. Und dann werden wir uns endlich mal um unsere Geräte kümmern, weil das geht gar nicht. Das sieht richtig schrecklich aus. Boah. Natürlich war er nicht mehr angebamselt. Wir hatten ja zwischendurch eine Aufnahmepause von einigen Tagen. Ja, wie man sieht, er fährt doch nochmal ganz gut. Und ich frage mich jetzt, ob ich schon tatsächlich anfangen kann, während er dort noch der sieht, dass wir schon mit Streuen anfangen können. Aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Also wir lassen ihn das noch schön zu Ende machen. Er dürfte ja eigentlich nicht mehr so viel haben, genau. So viel dürfte da jetzt ja quasi nicht mehr sein. Da ich aber nicht weiß, wo er noch muss, werden wir das noch abwarten. So viel Zeit muss sein. Rein theoretisch ist es ja nur noch der Innenkreis. Ja, es ist nicht mehr viel. Es ist nicht mehr viel. Und dann hoffe ich mal, dass wir mit dem Dünger auskommen. Und ich diese ganze Kaufarie mit dem Zentrifugalstreuer noch warten kann. Jetzt ist die Frage, was machen wir in der Zwischenzeit? Ich könnte jetzt sagen, ich fange jetzt an, meinen Garten zu mähen und so weiter und so fort. Werde ich aber nicht tun, denn dann vergesse ich, dass ich hier rauf muss. Und das wäre nicht so toll. Rein theoretisch hat er ja so viel nicht mehr zu streuen. Das ist ja nur noch der Innenkreis, ne? Ja, es ist nur noch hier der Innenkreis. Okay, dann fange ich schon mal an, hier außen drüber zu gehen. Denn dann schaffen wir das tatsächlich innerhalb von 4 Tagen, die 6 Felder fertig zu bekommen. Die Lavisine hat mir im Übrigen, siehst du, hat mir gerade im Übrigen geschrieben, dass sie, ich glaube, 1,5 Wochen oder so braucht, um alle 11 Felder zu bewirtschaften. Ja, ist lang, ne? Also, ich hoffe, dass das bei mir jetzt nicht so der Fall sein wird. Einmal durch die Kuhle. Das war richtig schön gerade zum
Rand sind. Komm schon. Ja, sie braucht anderthalb Wochen. Sie hatte zu mir gesagt, du musst so schnell wie möglich zusehen, dass du alles aufs Feld kriegst, damit... So, 100% gesät. Rein theoretisch müsste er jetzt runterfahren. Das tut er auch. Wunderbar. Du musst so schnell wie möglich alles unter dir auf die Erde kriegen, damit du zweimal im Jahr pflanzen kannst. Deswegen waren jetzt die letzten Folgen auch etwas hektischer. Aber das muss sein. So, mein Bester, gib alles. Ich weiß, wir sind sehr nah am Rand. Aber das muss sein. Ich werde hungrig. So, Tempomat an und Sprühe an. Und jetzt schön gleichmäßig hier rüberfahren. Schön gleichmäßig hier rüberfahren. Ich hoffe, dass das so richtig ist. Ja, er fährt immer noch mal 3 Runden um das Feld drumherum. Aber das soll mich jetzt nicht stören. Ich habe jetzt nur abgewartet, was er macht. So. Wir müssen ja auf Nummer sicher gehen, dass wir auch alles treffen tatsächlich. Das war dann ein geiler Stunt. Das war ein geiler Stunt. Da ist der Traktor mal richtig geflogen. So, weiter geht's. Tempomat an, Streuer an. Also ich glaube, das sieht doch recht gut aus. Ich glaube, das geht. Das reicht aus, um alles zu versorgen. Ja, zur Not fahre ich da hinten wieder hoch, ist mir egal. Hauptsache, es läuft. Hauptsache, es läuft. Jetzt brauchen wir vom Prinzip her gar nicht mehr bis nach hinten fahren. Machen wir aber trotzdem. Denn auf Nummer sicher gehen ist immer die bessere Variante. Es geht recht schnell, sogar das große Feld, ne? Das geht ja richtig schnell. Das finde ich ja cool, ne? Mach hier keinen Ärger. Wie sieht's aus? Wie viel haben wir noch drin? Wir haben sogar noch 67% drin. Echt jetzt?
Ja, ich könnte jetzt die Getriebegangart wechseln, aber ich bin froh, wenn wir hier gerade mal das ein bisschen gerade hingestellt haben. Ich glaube, da sehe ich noch ein paar Flecken, die ich unbedingt mitnehmen muss. Aber das werden wir gleich rausfinden. Sehr schön, sehr schön. Einmal quer rüber. Jawohl. Ich glaube, hier sind ein paar Flecken, die wir noch rausmerzen müssen. Aber das gucken wir gleich. So. Dünger 100. Da sind noch ein paar Flecken übrig. Immer noch 99%. Ich bin jetzt gerade mal so ein bisschen verschwenderisch, weil ich nicht weiß, wo jetzt der Rest ist. 99%. Wir müssen diese noch finden. Nein, müssen wir nicht. Wenn es 99 sind, dann sind es 99. Aber wissen Tätis denn doch schon gerne, ne? 99%. Wo ist der Rest? Die wollen mir jetzt nicht erzählen, dass das hier der Rest ist, wo ich gerade rüberfahre. Nein. Das möchte ich jetzt wissen. Komm schon. Ist nicht dein Ernst jetzt. Jetzt. Wir haben es gefunden. Es ist da. Es ist in Ordnung. Wir haben ein bisschen verschwenderisch gearbeitet, aber es war eh das letzte Feld. Von daher alles in Ordnung. Yes, Sir. Das heißt, wir können jetzt hier nochmal einen Helfer anstellen für Düngen. Und damit hat sich die Arbeit tatsächlich für uns erledigt. Der Wahnsinn, innerhalb von 3 Tagen, da kommt er schon, der Gutste. Innerhalb von 3 Tagen haben wir alle 6 Felder fertig bekommen. Spiel speichern. Jetzt speichern wir aber da oben. Spiel ist gespeichert, jetzt wechselt ihm da gleich sein Düngestreuer und wir können ganz beruhigt nach Hause fahren. Das ist gut. Das beruhigt mich ungemein, denn dann können wir uns jetzt mal der Pflege der Maschinen widmen. Denn bevor ich den Güllestreuer und das alles wieder dahin stelle, wird das einmal gereinigt. Ja, ich könnte das vielleicht offscreen machen, aber möchte ich nicht, denn ihr müsst es schlussendlich genauso machen wie ich. Und von daher passt das schon. Wie viel haben wir denn noch drin? 38%, das ist gut. So, oh, da steht aber der jetzt nicht so günstig, ne? Der Flug, der steht da nicht so günstig.
Den könnten wir bei der Gelegenheit auch gleich nochmal. Oder hatten wir den schon gewaschen? Aber wir waschen den lieber nochmal vorsichtig, vorsichtshalber. Komm schon. Dein Ernst? Jetzt hier auch noch rummeckern? Der will sie von dem dreckigen Lindner nicht andingsen lassen, anspannen lassen, glaube ich. Jetzt, da war er gewesen. So, wir waschen den. Genau, den waschen wir. Damit ist der schon mal sauber. Dann stellen wir den hier vorne hin. Ich weiß gar nicht, ob wir den überhaupt gebraucht hatten. Aber selbst wenn, das ist egal. Sauber werden muss er trotzdem. Und weiter geht's dann hier mit unserem Güllestreuer. Also ich finde das schon recht cool. Dass wir alles geschafft haben tatsächlich. So, Zinsen, genau. Dann ist der schon mal sauber. Den werden wir jetzt aber allerdings nochmal befüllen, auch wenn er sauber ist. Und werden ihn dann wieder abfahrbereit dahin stellen. Oder, nee, wir stellen ihn einfach so hin. Wir können zwischendurch immer nochmal Mist nachfüllen. Nö. Nö. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, erstmal nachfüllen. Dann können die Kühe in Ruhe misten, was das Zeug hält. Und ich muss nicht mehr darüber nachdenken, wie das aussieht. Muss ich befüllen oder nicht? Da rennt schon wieder ein Wildschwein über unseren Hof. Ja gut, so wie der Hof aussieht, ist auch kein Wunder. So, Bestes. Du darfst jetzt einfüllen. Also tatsächlich voll bekommen den Tank. Tatsächlich voll bekommen den Tank. Das ist ja der Wahnsinn. 2% Mist ist noch im Stall verblieben. Ja, da würde ich mal sagen, gute Voraussetzungen für die nächste Saison. Also sehr, sehr gute Voraussetzungen, würde ich mal so behaupten. So, du bleibst jetzt hier stehen. Ich schnapp mir jetzt den Grubber, denn den hatten wir auch in Benutzung. Hochbaum. Den hatten wir ja auch in Benutzung, von daher müsste der auch mal eine Reinigung widerfahren. Und eigentlich auch noch der große Anhänger, aber ich weiß nicht, ob ich mit dem jetzt gerade hierher fahren möchte. Also eigentlich müsste das sein, aber nun ja. So, mein Bester, du wirst auch gewaschen. Nicht der Lindner, nein, den noch nicht. Den machen wir erst ganz zum Schluss. Fahrzeug waschen, schnicki sauber. Eigentlich können wir doch, warum nicht gleich Lindner waschen und gleich betanken, ist eine gute Idee. So, einmal betanken und einmal waschen. Und unser Lindner erstrahlt im frischen Glanz. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Und dann können wir den hier auch gleich beim Grubber stehen lassen.
Nein. Abkoppeln. Nein. Ich wollte nur abkoppeln. Ist das so schwer? So. Der kann jetzt hier stehen bleiben. Wir steigen jetzt in alle möglichen Maschinen ankoppeln. Und da müssen wir unseren Mähdrescher, der ist ja auch so potterdreckig, die müssen wir natürlich auch noch waschen. Das wird lustig. Denn ich habe noch keine Ahnung, wie wir da an dem Traktor vorbeikommen sollen. Genäh. Aber schon. Weil es darf ja nicht nur der Mähdrescher gereinigt werden, oder es muss ja nicht nur der Mähdrescher gereinigt werden, sondern auch das Schneidwerk. Wir sind nicht nah genug dran. Müssen wir hier noch ein bisschen... So, jetzt. Da haben wir das Schneidwerk, was wir waschen müssen. Und ein Stückchen weiter tatsächlich. Immer noch das Schneidwerk. Komm mal ein bisschen weiter. Jetzt haben wir die Getreidemaschine. Die betanken wir. Und die waschen wir. Und damit haben wir das erledigt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier elegant rauskommen. Vielleicht hier ein bisschen ums Eck oder so. Sollte ja rein theoretisch gehen. Theoretisch geht es. Praktisch kriegen wir das auch auf die Reihe. Wow. Am Mähdrescher, am Traktor vorbei. Und auch an den Bienenhäusern. Yeah. Sehr schön, sehr schön. Oh, erledigt. Also ich weiß nicht, ob man das merkt, aber mir ist eine große Last von der Seele gefallen, weil durch diese verdorbene Ernte ist mir tatsächlich echt das Herz stehen geblieben. Was mache ich, wenn ich da jetzt keinen Verdienst gehabt hätte? So, aussteigen bitte. Hier haben wir sauber gemacht. Das Einzige, was noch schmutzig ist, ist der Anhänger da hinten. Aber ich glaube, das stört jetzt gerade mal niemanden. Und wir gehen jetzt zurück nach Hause zu Haus, Hof, Kind, Hund. Ach nee, Kind noch nicht, Frau, Hund und unseren anderen Tieren. Also ich bin ja doch schon recht happy, dass das alles so geklappt hat. 3 Tage. Das Lupinefeld sollte jetzt auch, ja, bis morgen fertig sein. Und dann haben wir wieder jede Menge Zeit, hier wieder alles schick zu machen und Aufträge zu erfüllen. Hofstatistik sagt was? Momentan nichts, denn ich kann nicht drauf gucken. So, jetzt war die Emily fleißig. Sehr schön, sehr schön. Bei der Gelegenheit kann ich ja noch ein paar Eier essen. Na, ihr Lieben, das war's. Die erste Folge von dieser Session ist vorbei. Wir haben alles geschafft. Ich bin mega happy darüber. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einfach mal einen Daumen da. Und in diesem Sinne sage ich einfach mal ciao und bye bye.